gehört zum Journalisten-Business dazu. Das Laufen ins Nichts, tagelanges, wochenlanges Warten auf den einen Moment und dann nichts, nichts für wieder nichts und gar nichts, mal nichts. Viele andere große Medienhäuser berichten natürlich auch von nichts, von sehr viel Nichts und von Multi-Nichts. Aber sie haben bessere Strategien, das zu verpacken, das irgendwie anschaulich, kurz und knackig und noch mit irgendwelchen psychologischen Tricks so versehen. Aber nicht mit uns, das machen wir nicht. Da berichten wir lieber ehrlich darüber, dass wir nicht so wirklich was zu berichten haben heute. Und vielleicht haben wir aber die eigentliche Geschichte schon längst aufgedeckt und hier heute gefilmt, ohne dass ich oder irgendein Mainstream das überhaupt jemals mitbekommen hätte. Vielleicht wird sich das auch in der Zukunft erst zeigen. Wir werden uns vor Freude im Grab umdrehen, wenn diese neue Folge von Chris Cassidys schonungslosem Bericht vielleicht auch posthum noch in die Geschichten des Journalismus eingehen wird. Ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich. Und schauen, was uns vielleicht hier noch über den Weg läuft jetzt.